Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Crash Bandicoot. Wie ihr seht, bin ich schon wieder am Wippen. Ich kann einfach bei dieser Musik nicht anders als mitwippen. Wir befinden uns in The Lost City und setzen unsere Reise dort mal fort. Wir können eventuell einen grünen Diamanten abstauben. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das schon funktioniert oder nicht. Wenn, heißt es auf jeden Fall... Oh, hier vielleicht schon den ersten Fehler gemacht. Den Level ohne zu sterben abzuschließen. Bin mir nicht so ganz sicher, ob man hier den grünen Diamanten schon erreichen kann oder ob der noch andere Voraussetzungen hat. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich da am Anfang eine Kiste eventuell nicht bekommen habe, weil ich die Kiste mit dem Pfeil nach oben, von der man einfach nochmal höher abspringen kann, aus Versehen zerstört habe, bevor ich davon abgesprungen bin. Oh ja, aus Versehen, was war denn da? Oh, habe ich fast nie eingesammelt. Den ersten Öffner zur Bonus-Area. War nicht hier auch irgendwo so ein... Genau, hier war auch eine Kiste drin, die relativ schwierig zu finden war, meine ich, oder? War da kein Kistengeräusch? Ich weiß es jetzt nicht so ganz genau. So. Da oben... Ach, ich habe immer nicht nachgeguckt, wie der heißt und wie der weibliche Beuteldachs heißt. Muss ich auch nochmal machen. Oh Gott, Ich spiele den Level jetzt erstmal zu Ende, damit ich wieder etwas genauer im Kopf habe, was hier noch so auf mich zukommt. Und dann muss ich mal gucken, ob ich den nochmal spielen muss, um halt den grünen Diamanten zu bekommen. Dafür heißt es dann, nicht zu sterben. So, hier oben gab es nur ein Extra-Leben. Ist natürlich auch nicht zu verachten. So, da war keine weitere Kiste, keine weitere nicht sichtbare Kiste in der Höhle. Ja, mir fällt es immer wieder auf, gerade jetzt, wo ich es auf Kopfhörern höre, der Soundtrack ist echt super von dem Spiel. Da oben hängt auch noch irgendwo so eine andere Maske rum, sehe ich den Schatten da, aber ich, wo war die denn? Naja. Mir ist übrigens beim Durchschauen meiner ersten Folgen auch aufgefallen, dass ich einen meiner Monologe nicht zu Ende geführt habe. Und zwar habe ich mich irgendwie selber von Hölzchen auf Stöckchen gebracht. Shit, jetzt kriege ich den da oben nicht mehr. Das war irgendwie dumm gewesen. Stürzen wir uns mal hier rein. Und zwar war ich eigentlich gerade darüber mich am Auslassen, dass ich es nicht verstehen kann, dass Sony diese Serie hat einfach so fallen lassen. Ey, was muss ich hier machen? Das muss ich mir auch merken, wenn ich den grünen Diamanten haben will. Muss ich den im Sprung erwischen? Oder einfach, wenn die Dinger nicht da sind? Ah ne, so reicht. Oh, das ist aber auch knapp. Genau, sie haben hier eine super Jump'n'Run-Reihe im Programm von, ich meine, Naughty Dog. Die machen mittlerweile andere auch super große Titel, hier Uncharted und The Last of Us und sowas. Aber nichtsdestotrotz, sie haben ja echt eine hochwertige Jump'n'Run-Reihe im Programm und sonst haben sie das Feld Jump'n'Run nicht sehr gut besetzt und führen es einfach nicht weiter. Was stimmt denn mit Sony nicht? Ja, ich bin mal gespannt, ob Uncharted, ich meine, Uncharted ist ja mit Uncharted 4 Thief's End angeblich auch zu Ende, ob Uncharted wirklich das gleiche Schicksal blüht, dass man da gar nichts mehr von hört, obwohl es halt ein super, eine super Alternative zu Tomb Raider ist, ja? Beziehungsweise Tomb Raider kackt sogar gegen Uncharted echt ab, finde ich. Und ja, dass sie das dann so gar nicht weiterführen. Ne? Ich meine, es sind ja ihre IPs, vermute ich mal. Naughty Dog gehört ja irgendwie, gehört ja zu Sony. Das heißt, die Rechte liegen zumindest innerhalb des Sony-Konzerns irgendwo. Dass man solche IPs dann nicht mal in andere Studios übergibt. Ich meine, als Studio kann ich es auch verstehen, wenn man sagt, okay, unsere Mitarbeiter haben jetzt nach irgendwie drei Spielen erstmal keinen Bock mehr auf dieses, auf diese Marke. Klar, kann man sie entweder pausieren und später weiterführen oder halt an ein anderes Studio übergeben. Aber dass da so gar nichts mehr kommt, ich meine, keine Ahnung, wie alt die Spiele sind. Mit Sicherheit älter als 10 Jahre, das wäre dann schon eine sehr lange Pause. Also finde ich echt schade. Wie gesagt, da sie im Jump'n'Run-Bereich auch sonst nicht so gut aufgestellt sind, weil das ist ja vielleicht sogar noch eine kleine Erweiterung ihrer Zielgruppe. Checkpoint. Ach, ich erinnere mich wieder.
hier hinten Ding. Das hier hinten ist der andere Kopf drin, den ich brauche, um das Ding dann. Ach, da vorne ist er auch. Um das Bonusareal aufzumachen. Und dabei ist es mir irgendwie das ein oder andere Mal passiert. Ich weiß nicht warum, dass dieser Kopf nicht da war. Deswegen habe ich hier die Kisten ganz vorsichtig von oben aufgemacht, damit ich es nicht irgendwie aus Versehen mit meiner Wirbelattacke weghaue oder so. Also irgendwie war es auf jeden Fall seltsam gewesen. Oh, geil, Rockmusik. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, ich weiß, wie es gedacht ist. Ich hab's nicht geblickt. Oh, jetzt. Super. Wenn mir sowas natürlich passiert, dann ist das Level schaffen, ganz ohne ein Leben zu verlieren, natürlich super weit entfernt. Okay. Selbst, aber wenn ich den grünen Diamanten hole und kein Leben verlieren darf, hier in der Bonus-Area, Bonushöhle, Secret-Area, was auch immer, darf ich trotzdem beliebig oft sterben. Da sind sie immerhin so ver... Boah, wie schnell muss man hier drüber kommen? Ja, gut, dass man hier drin sterben darf. Das, was auch ein bisschen tricky ist an den TNT-Kisten, wenn man darauf landet, springt er auf jeden Fall einmal so halb hoch. So, das hilft mir natürlich, dann kann ich auch direkt die Dinger kaputt machen. Aber selbst da oben, das dritte Mal ist schon kacke. Also da muss ich mal gucken, ob ich ohne mich da einmal still hinzustellen auf die nächste Metallplattform da komme. Ich habe auf jeden Fall nicht die Zeit, den Sprung, den automatischen Sprung einmal abzusetzen, um dann gezielt und kontrolliert darüber zu springen, glaube ich. Ja, aber es geht Gott sei Dank auch so. Oh Gott. Jo, es hat sogar gereicht. Nice. Und er explodiert einfach. Der weibliche Beuteldachs wird einfach wieder entführt, wenn er am Ende des Levels auf mich wartet. Hier, diese Assistenz von Dr. Vortex sprengt sich einfach selbst. Ach ja, das waren so Wippen. Gucken, ob hier noch irgendwelche Stellen kamen, die irgendwie ein bisschen tricky waren. Bisher sieht das doch eigentlich alles machbar aus, ohne großartig zu sterben. Checkpoint. Ah ja, hier, das mit dem Rhythmus, das war irgendwie ein bisschen... Achso, hier sind eh nur zwei. Boah, ich glaube, hier gibt es eine Stelle... Genau, da kommen alle drei raus und dann kann man schnell rüber und dann kann man auch direkt weiter. Das sind natürlich so Sachen, die rauszufinden, wie die Timings und Rhythmen hier genau sind. Die kosten ein bisschen Zeit, wenn man sie allerdings noch in Erinnerung hat. Ah ja, den muss ich auch nutzen, um diese Kiste zu kriegen. Das ist, glaube ich, so eine Risikokiste, weil man nur einen Versuch hat. Genauso wie man nur einen Versuch hat, in diese Bonus-Area da reinzukommen, beziehungsweise das eine Zugangs-Item dafür zu bekommen. Ohne... Ja, wenn man es nicht bekommt, muss man halt den Level neu starten oder sich einmal umbringen und dann kriegt man schon den grünen Diamanten nicht mehr. So, nächste Bonus-Area. Oh ja, die war kacke. Die war kacke. Boah, genau. Oh Gott, ey. Oh nein, bitte nicht. Es fängt schon grandios hier an. Ach ja, dieses ganze Gebounce zwischen den Apfelkisten da. Wie gesagt, die Apfelkisten, die muss man insgesamt fünfmal treffen, dann zerplatzen sie. Und man muss auf jeden Fall die oberen das hinkriegen, dass die oberen zuerst zerplatzen und nicht die unteren. Dann funktioniert das nicht. Aber okay, das kann ich mir jetzt eigentlich sparen. Obwohl, wenn ich wissen will, ob ich alle Kisten gefunden habe, kann ich es mir doch nicht sparen. So. Boah, das ging ja noch relativ glimpflich aus. Oh.
Das ging doch deutlich schneller als beim letzten Mal. War jetzt auch irgendwie ein bisschen Glück dabei, weil ich bei diesen letzten drei Spalten von Kisten einfach ein bisschen zufällig rumgedattelt habe und es sich irgendwie ausgegangen ist. Vielleicht ist das eine gute Strategie auch, wenn ich die Höhle jetzt nochmal angehen muss. Und ich muss sie auch jetzt nochmal angehen. Ah ne, oh Gott sei Dank. Ach ja, richtig, das speichert er sich ja. Die Bonushöhlen sind ja, wenn man sie schafft, dann tatsächlich eine Art weiterer Checkpoint. Das sollte mir dann natürlich auch nicht passieren. Man merkt schon, ja, es ist natürlich machbar, das hier ohne ein Leben zu verlieren zu schaffen. Aber es gibt schon so ein paar ätzende Stellen, wo das Risiko auf jeden Fall da ist, dass man sein Leben lässt. Vor allen Dingen die hier, ey. Oh Gott, oh Gott. Ey, warum schubst der mich runter? Geht's noch? Du. Dann machen wir es so. Vielleicht muss ich hier auch, wenn ich es mache, ohne ein Leben verlieren zu wollen, einfach mal abwarten. Achso, den muss ich ja sogar hier in der Mitte. Hier gibt es noch zwei weitere Kisten. 82 von 82, also ich habe alle Kisten gefunden, aber ich bin halt zwischendurch gestorben. Das heißt, wir machen den Level direkt nochmal. Ja, erwischt sich die Stirn, aber fast perfekt. Dennoch hast du verloren. So ist das im Leben. Man findet alles und es reicht trotzdem nicht. So, jetzt das Ganze ohne ein Leben zu verlieren. Ich bin gespannt. Allein der erste Sprung hier ist schon ein bisschen ätzend, weil man hier um die Kisten rumspringen muss. Aber ist auch geil. Diese Kiste hat eigentlich überhaupt keine Funktion. Ich könnte jetzt rechts über die Metallkisten drüber springen, dann hätte ich diese Kiste allerdings nicht zerstört. Und ich kann den Level neu starten. Achso, man kann erst neu starten, wenn die Anzeigen oben sind. Und man muss den Level tatsächlich beenden. Das hat mich auch ein bisschen genervt. Man muss den Level beenden, manuell aus dem Level rausgehen und wieder reingehen. Zweimal Ladescreen, anstatt sie einfach eine Neustartoption einbauen. So, das hat schon mal geklappt. Da hinten ist die Uhr für die Zeitherausforderung. Time Trail, Time Attack, wie man es auch immer nennen will. Das heißt, wenn ich die einsammeln würde, würde die Zeit gestoppt werden. Da würden auch einige Kisten umfunktioniert werden, in Kisten, die mir mehr Zeit geben. Deswegen sollte man die tunlichst nicht nehmen, wenn man nicht wirklich die Zeitattacken machen will. So, das war ein relativ verstecktes oder ein bisschen verstecktes Item. Das hätten wir. Da hinten ist der Tunnel, wo auf der Kiste noch eine Kiste drauf ist. Ne? 7 von 82 habe ich jetzt. Aber irgendwas war doch da. Oder war es ein Schalter? Das könnte auch ein Schalter gewesen sein, der es mir ermöglicht, irgendwelche anderen Kisten aufzusammeln. So, Checkpoint. Checkpoint bringt einen langsam leider gar nichts, wenn man auf Jagd des grünen oder eines farbigen Diamantens ist. Gut. Boah. Ich würde natürlich meine Geistermaske gerne so lange wie es geht behalten. Sie schützt mich natürlich auch nicht vor Stürzen in irgendwelche Schluchten oder so, aber immerhin schon mal vor irgendwelchen Treffern. So, das Ding hätten wir. Extra Leben auch. Nice. Boah, das war nicht so gut. Boah. Da geht mir ja schon immer die Pumpe, ja, wenn ich keine Leben verlieren darf und dann so einen Scheiß baue. Ui.
Äpfelchen. Na, ich gehe natürlich ein bisschen langsamer und konzentrierter zur Sache. Boah, und Quatsch vielleicht auch nicht ganz so viel. Weil ich natürlich irgendwie versuchen möchte, diesen Level tatsächlich zu schaffen, ohne ein Leben zu verlieren. So, Checkpoint. Viech tot. So, ich gehe hier lieber mal auf Nummer sicher, bevor hier irgendwas Komisches passiert. Und mache die Kisten einfach von oben kaputt. So, da ist das Ding offen. Das ist schon mal sehr gut. So, hier war die TNT-Geschichte drin, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, sehr gut. Schritt 1 hat schon mal funktioniert. Ein paar extra Leben. Immer gerne gesehen. Nein! Ach ja, Gott sei Dank, hier drin darf ich ja Leben verlieren. Puh. Aber merkst schon eine gewisse Anspannung an solchen Stellen. Oh. Na, und ganz runter. Sauber. Ich hab's echt drauf. So kann man das Spiel natürlich auch etwas hinauszögern, indem man einfach den Level nochmal quasi komplett bis zum Eingang zurückpurzelt. Dabei ist es eigentlich ganz entspannt. Man hat super viel Zeit. Da gibt es nachher noch Stellen, wo die viel kürzer getimt sind, die Plattformen. Ach, ich hätte ja direkt nach rechts springen können. So, bing. Krieg ich nochmal extra Leben? Ach ne, die kriegt mir auch erst am Ende wirklich gut geschrieben, die extra Leben. Von 21. Das nehmen wir doch gerne mit. So, die kritischen Stellen kommen jetzt leider noch in dem Level. Ich hoffe, ich kriege es gebacken. Der hat mich auch einmal komisch erwischt, als ich darauf stehen geblieben bin. Deswegen lieber einmal zurückspringen. Auch hier möchte ich lieber kein Risiko eingehen. Da warte ich jetzt lieber einmal länger ab oder zweimal. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Knapp war es trotzdem gewesen. So, jetzt einmal warten, bis alle drei vorne sind. Und dann durch. Boah, das war gar nicht so gewollt. Ich wollte eigentlich erst einen normalen Sprung machen und nicht beim Hochspringen ihn schon mitnehmen. Nein, wo ist denn mein Schutzgeist? So, jetzt komme ich hier nicht um die Ecke oder was? So, und weiter geht's. Genau so wollte ich es beim letzten Mal eigentlich auch haben. Vielleicht werde ich versuchen, auf den zweiten auch drauf zu springen. Ist aber auch kacke, wenn die Fledermäuse ankommen. Oder... Ich flipp aus.
So, wie man gerade schon gesehen hat, war ich auch einmal zu dämlich gewesen, alle Schalter zu aktivieren und konnte deswegen das erste Bonusareal nicht betreten. Auch das sind so Dinge, die dann gerne mal vorkommen. So, auch den endlich mal weggeschossen. Ist ja schon mal ein Fortschritt gegenüber den letzten Versuchen. Das zweite Bonusareal freigeschaltet. Was mal wieder ein bisschen nervig sein wird zu clearen. Aber ich gebe mein Bestes. Boah, wie oft konnte ich denn da unten noch springen? Man muss es irgendwie schaffen. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Oh, jetzt nur nicht hier panisch werden. Oh, alles auf Anhieb geschafft. Puh, ich hoffe, ich komme jetzt durch. Wobei jetzt noch ein paar richtig beschissene Sprünge kamen. Nämlich genau... Ja, genau! Warum dreht das komplett durch, ey? Ich krieg einen Anfall. Seit wann macht es das denn? Wo muss ich denn hinspringen, damit es direkt komplett... So, da bin ich auch schon wieder. Ich hoffe mal, das Ding dreht jetzt nicht komplett durch, sonst muss ich leider durchdrehen. So, das lief schon mal. Oh Gott. Kann der sich mal da wegbewegen? Nee, der wird erst getriggert, wenn ich nah genug ranbrenne. Sauber. Boah, ey. Ich wollte nicht riskieren, von ihm zurückgeschubst zu werden. Und renne dann stattdessen natürlich in ihn rein. Manchmal kommt es dann noch hinzu, dass ich zu bräsig bin. Boah, ich raste gleich aus. Wie? So, da stehen wir mal wieder nach gefühlt 3 Millionen Toten. Es gibt echt einfach so Phasen, da klappt dann einfach gar nichts mehr. Ich habe sogar noch eine Geistermaske bei mir. Eigentlich kann mir gar nicht so viel passieren. Und ich wette, ich springe trotzdem wieder in den Abgrund. Los geht's. So, das haben wir schon mal eine sichere Landung hingekriegt. Jetzt kann ich ihm gleich hoffentlich einfach auf den Dad springen. So, Gott sei Dank. Nur runter da. Schock, weiße Kisten, aber der Schalter dafür, der kommt noch. Und zwar genau hier. Ding! Oh, ich habe den grünen Diamanten, dass ich das noch erleben darf. Ich bin fast schon wieder zu Tränen gerührt. Boah, das ätzend. Ja. Bis hierhin ging das Spiel echt fluffig und hier habe ich jetzt schon wieder irgendwie eine Stunde verbrezelt, nur um diesen dummen Diamanten zu bekommen. Eigentlich war es auch nicht so schwierig, aber es gibt halt Tode, echt, die sind einfach überflüssig wegen unkonzentriert. Dann gibt es überflüssig wegen, weil auf einmal ist das Rhythmus anders von irgendwelchen Schiebeplattformen als vorher. Und keine Ahnung, dann gibt es die super überflüssigen Tode wegen mangelnder Konzentration, was auch immer, die halt einfach irgendwann weg ist. Eigentlich ist an einer Stelle besser eine Pause zu machen, dann läuft es in der Regel auch besser, aber... Ja. Was soll man da machen? Ja, Pause. Oder einfach viele Tode zusammenschneiden. So, hier haben wir zum ersten Mal sowas wie ein Höhlenlevel. Ach so, und ich habe auch mittlerweile rausgefunden bei einem meiner vielen Fehlversuche, dass es tatsächlich ist, diese Symbole, mit denen man die Bonushöhlen aufmacht, wegzukicken, genauso wie Extraleben. Und zwar einfach... Mit einem zweiten Dreher. Der initiale Dreher zum Kistenöffnen, der kickt sie nicht weg, aber ein zweiter Dreher kann sie tatsächlich wegkicken. Ich überlege gerade, was auch einer der Level war, wo mir so eine Plattform gefehlt hat, wegen eines bunten Diamantens. Aber das werden wir auch gleich sehen.
Ich meine ja, ich kann mich irgendwie an sowas dunkel erinnern. Ach ja, dieses Spinnen gab es ja auch noch. Weg mit dir. Ich spring nur mal, weil ich irgendwie auch in Erinnerung hatte, dass hier irgendwo so eine Kiste an der Decke war, aber vielleicht war es auch schon die am Anfang gewesen, ich weiß es gar nicht mehr so genau. So, Schwebeplattform, ahoi. Wow, das war knapp, da wäre ich ja quasi noch in der Flamme drin. Zumindest mal immer den obersten Sprung mitnehmen. Tschüss, Schlange. Ich wollte gerade sagen, in diesen Höhlen gab es auch eklige Sprungsequenzen auf drehende Säulen, aber das hier geht ja nur noch. Oh, Unverwundbarkeit. Oh nein, Unverwundbarkeit nützt mir natürlich auch nichts, wenn ich auf einer Plattform stehe, die in den Abgrund stürzt. Nein, und dann verliert man natürlich direkt alle Geistermasken. Ja, vorher hatte man 3 Stück und dann startet man mit keiner. Aber hier gibt es ja auch wieder eine. Brügge. So, hier... So irritiert gewesen durch den Zusammenstoß. Wieso tauchten denn da auf einmal noch Fledermäuse auf? Ich dachte, die tauchen nur auf, wenn man hier in der Höhle drin ist. Nein, sie tauchen anscheinend noch auf, wenn man hier steht. Okay, ich muss hier auf jeden Fall warten, bis diese Säule hier nach unten geht. Das ist auch geil. Habe ich auch selbstständig gefunden. Aber Äpfel deuten an, dass hier was ist. Und man kann hier tatsächlich über unsichtbare Kisten gehen. Ich weiß gar nicht, ob man nachher wieder hierhin zurückkommt. Ich mache das hier vorsichtshalber schon mal. Aber vielleicht muss man den Steg auch gleich einfach nur zurücklaufen. Ach, hier war gar nicht mehr. Okay, aber das ist vielleicht sogar doch noch ein anderer Level, den ich meinte. Woody. Einmal hier rüber. Wieder so eine Flammen-Action hier. Upsa, da habe ich mir den Hintern verbrannt. Nicht weiter schlimm, ich hatte Gott sei Dank... Ah, hier fängt schon an, ein bisschen nickeliger zu werden, weil die Säulen sich auch noch absenken. Aber auch hier wieder einfach dem Pfad der Äpfel folgen. Wow. Und vertrauen, dass hier noch eine weitere Plattform auftaucht. Aber das wäre schon mies, wenn das nicht passieren würde. Schwebeplattform. Muss es hier so dunkel sein? Ich sehe ja überhaupt nichts. Oh, fangen sie direkt im ersten Höhlenlevel schon an hier mit so komischen Multisäulendrehdingern. Ich dachte, das käme erst später. Hatte ich irgendwie falsch in Erinnerung. Aber es ist halt Crash Bandicoot. Das Spiel ist nicht von schlechten Eltern. Warum sollten sie damit sowas auch schon in relativ frühen Leveln geizen? Wobei ich glaube, also ich bin schon in der mittleren Region des Spiels, würde ich fast sagen. Klar, ich muss einige Level nochmal spielen, wegen nicht vorhandenen farbigen Diamanten. Warum bin ich jetzt da runtergefallen? Ich glaube, das Spiel hat insgesamt nur 30 Level oder so. Aber ich habe beim ersten Mal auch, wie gesagt, deutlich länger für alles gebraucht. Klar, diese Sprungpassage hier schaffe ich. Aber hier falle ich runter, weil ich auf die Kiste springen will. Ding, ding, extra Leben, immer willkommen. Ich werde sie noch brauchen. Spätestens bei Stormy Ascent. Ich glaube, da habe ich beim letzten Mal fast... Da bin ich mir knapp... Es war der Ausgang, da war die letzte Kiste. Ich krieg einen Anfall. Falsche Richtung, oder? Ah, ne, doch nicht. Ich bin gerade irgendwie verwirrt. Stormy Ascent bin ich, glaube ich, mit irgendwie
knapp 60 Leben rein, irgendwas zwischen 50 und 60 und hatte nachher noch 4 oder 5, glaube ich, als ich durch war. Ach ja, ich wollte ja auch nochmal recherchieren, wie ich an der PlayStation 4 an Stormy Eskin drankomme. Der war ja gar nicht da. Im Gegensatz zur Switch, da war er einfach direkt da. Aber das hat mich auch am Anfang ein bisschen verwirrt. Gerade als Neueinsteiger der Serie ist es schon verwirrend, wenn man in der ersten Welt steht und links und rechts lang gehen kann. Ein Faktor, den ich bei Spielen eigentlich nicht so mag. Und hier sieht man es auch, hier ist es nicht da. So, kommen jetzt noch mehr Fledermäuse? Ja. Ich bin so ein Hirni manchmal. Warum bleibe ich nicht da stehen? Man kann aber auch nicht so super gut sehen, wo man da stehen kann und wo die Steindinger auf und zu gehen. Ey, so ein Dreck. So, wird es mir jetzt irgendwann mal gelingen, das Ende dieses Levels zu erreichen? Ja, nein, vielleicht. So, hier stehe ich jetzt vor der ersten Steintür. Hier vor der zweiten und hier sind zwei hintereinander. Und ich habe es geschafft. Yay, endlich mal wieder ein Level vollständig. Oh Mann. Die Aufnahme war irgendwie stressig gewesen und ich vermute mal, sie ist eh schon, auch trotz rausgeschnittener Fehlversuche, ein bisschen länger geworden als gewollt. Von daher sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.